Willkommen im Basic Video 2. In diesem Video werden wir uns mit dem eigentlichen Dividieren mit einstelligen Divisor und der Probe beschäftigen. Nehmen wir gleich das erste Beispiel des letzten Videos her. Bevor wir rechnen, müssen wir den Stellenwert bestimmen. Bestimme den Stellenwert und pausiere das Video. Auflösung. Gut gemacht. Nun geht's ans Rechnen. Legen wir los. Wie oft geht 2 in 2? Einmal. Notiere die 1 auf dem ersten Punkt nach dem Gleichheitszeichen. Damit wir nun sehen, ob wir richtig liegen, müssen wir den Zwischenrest bestimmen. Dafür brauchen wir eine Multiplikation und anschließend die Subtraktion. Du rechnest zurück. 1 mal 2 ist 2. Du notierst die 2 und setzt ein Minus davor. Berechne die Subtraktion. 2 minus 2 ist 0. Unser erster Zwischenrest ist 0. Nun rutscht die 5 zu 0. Wir stellen uns wieder die gleiche Frage wie vorher, nur mit der neuen Zeile, mit dem Zwischenrest und der 5. Wie oft passt 2 in 5? 2 mal. 2 mal 2 ist 4. Wir notieren die 4, setzen ein Minus davor. Berechnen die Subtraktion. 5 minus 4 ist 1. Der neue Zwischenrest ist 1. Nun rutscht die 8 zu 1. 2 passt in 18 9 mal. 9 mal 2 ist 18. Setze ein Minus davor, subtrahiere. 18 minus 18 ist 0. Jetzt haben wir keine Stellen mehr, die nach unten rücken können. Das markieren wir uns mit einem R-Punkt. Wie du bereits merkst, ist das Schema immer dasselbe. Wir multiplizieren immer zurück und subtrahieren von der vorherigen Zeile, um den Zwischenrest zu erhalten. Gibt es keine Stellen mehr zum Nachrutschen, dann sind wir bei unserem endgültigen Rest angekommen. Diesen markieren wir uns immer mit einem großen R-Punkt. Eine Division wie diese hier heißt Langform, da wir die Subtraktionen auch aufschreiben. Wenn die Subtraktion nicht aufgeschrieben werden, dann nennt man es Kurzform. Hier werden nur die Zwischenreste notiert. Wenn du überprüfen willst, ob deine Rechnung dir das richtige Ergebnis geliefert hat, kannst du eine Probe machen. Die Probe ist bei vielen Aufgaben in der Schule Pflicht. Eine Probe wird gemacht, indem du den Quotienten mit dem Divisor multiplizierst und das Ergebnis der Multiplikation dann mit dem Rest addierst. Versuche die Probe nun selbst. Pausiere das Video. So, schauen wir uns das an. 2 mal 9 ist 18. Bleibt 1, 2 mal 2 ist 4 und 1 ist 5, 2 mal 1 ist 2. Nun müssen wir noch den Rest dazu addieren. Das ist genauso groß wie der Dividend. Gut, nun bist du am Zug. Versuche nun, die folgende Division zu lösen. Und mache im Anschluss eine Probe. Zur Auflösung. Hier hast du die Rechnung einmal in Langform und einmal in Kurzform. Überprüfe deine Ergebnisse. Gut gemacht. Wie könnte das nun mit einem zweistelligen Divisor aussehen? Das erfährst du im nächsten Video.